Im Kern möchte ich Folgendes festhalten. Erstens, die Zahlung von 6,7 Millionen Euro erfolgte im August 2002, das heißt circa 2,5 Jahre nach dem Tag der Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 und auch erst kurz nach dem Tag der Wahl Sepp Blatters zum FIFA-Präsidenten im Frühjahr 2002. Zweitens, der Untersuchungsbericht hat keinen Anhaltspunkt dafür erbracht, dass durch die Zahlung der 6,7 Millionen Euro oder durch andere Handlungen verantwortlicher Entscheidungsträger des Organisationskomitees Stimmen für die Vergabeentscheidung gekauft worden sind. Um es in einem Satz zusammenzufassen, wir haben es mit einem Zahlungsvorgang zu tun, der 10 Jahre lang verheimlicht, 10 Monate lang beschönigt und mit irreführenden Aussagen verkompliziert und verschleiert worden ist, dank umfassender und sehr präziser Detailrecherche durch die Kanzlei Freshfields gleichwohl in den letzten 10 Tagen weitestgehend ermittelt worden ist und sich eigentlich in 10 Sekunden erklären lässt. Im Kern geht es nämlich um Folgendes. Am 27. April 2005 haben Horst R. Schmidt und Dr. Theo Zwanziger einen dem Vermögen des Deutschen Fußballbundes zuzurechnenden Geldbetrag von 6,7 Millionen Euro auf ein Konto der FIFA überwiesen und die Weiterleitung dieses Geldes von dort auf ein Konto von Louis Dreyfus veranlasst, um damit eine von Louis Dreyfus vorgenommene Zahlung in gleicher Höhe auf ein Konto der Anwaltskanzlei Gabriel und Müller in Sanden in der Schweiz, die an eine wohl im Einflussbereich von Mohammed bin Hamann stehende Firma in Doha, Katar, weitergeleitet worden ist, auszugleichen. Oder noch einfacher, unter Weglassung aller Zwischenschritte, der DFB hat 10 Millionen Schweizer Franken an die im Einflussbereich von Mohammed bin Hamann stehende Firma Kempco Scaffolding Company in Doha, Katar gezahlt. Es ist festzuhalten, dass für diese Zahlung des deutschen WM-Organisationskomitees nach den Feststellungen des Untersuchungsberichtes weder im OK noch im DFB eine formal zutreffende Beschlussgrundlage gegeben war. Ebenso wenig erschließt sich mir, warum die Zahlung auf ein Konto der FIFA zwischengeleitet werden musste und warum die Zahlung mit einer falschen Zweckbestimmung verschleiert werden musste. Dies ist ein völlig inakzeptables Vorgehen, für das Wolfgang Niersbach mit seinem Rücktritt vom Amt des DFB-Präsidenten die persönliche Verantwortung übernommen hat. Festzustellen ist nach den Ergebnissen der Untersuchung ein völliges Versagen der verbandsinternen Kontrollmechanismen sowohl beim WMOK 2006 als auch an der Spitze des DFB im Sommer 2015. Das darf sich nicht wiederholen.